Bozen-Roennstraße. In den Kindergarten Roenn und Bambi wurde dieses Jahr das Fest der Großeltern gefeiert. Ein Fest, das 2006 ins Leben gerufen wurde und das in ganz Italien gefeiert wird. Wie inzwischen schon fast Tradition, hat das Amt für Freizeittätigkeiten auch heuer zum Fest der Großeltern 2014 eine Veranstaltung organisiert, die den Omas und Opas gewidmet war. Die Leiterinnen und Mitarbeiterinnen der Kindergärten und Stadträtin Judith Kofler-Peintner haben diese Gelegenheit auch genutzt, um sich bei den Großeltern zu bedanken, die eine bedeutende Stütze für alle Familien sind und ein Mehrwert für die gesamte Gemeinschaft darstellen. Mit dieser Initiative wollten wir eigentlich ein Dankeschön sagen den Großeltern, dass sie eigentlich eine ganz besondere Rolle in der Gesellschaft spielen, nicht nur in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch sie sind ja Träger der Traditionen der vergangenen Zeiten. Sie sehen die Sachen auch ein bisschen anders, was für unsere Jugendlichen und Kinder vor allem natürlich sehr, sehr wichtig ist. Anlässlich der Feier gab es Lieder in beiden Sprachen, eine kleine Theateraufführung und große Aufregung bei den Kleinen. Betroffenheit und Freude konnte man in den Gesichtern der vielen Großeltern sehen, die an der Feier teilgenommen haben. Die Gärtnervereinigung sorgte für kleine Blumenpräsente. Die Großmarkthalle stellte Obst zur Verfügung.